recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Angelika Munk. Ich bin die Bürgermeisterin der Stadt Hochheim. Hochheim liegt in etwa 10-12 Kilometer hier von Wiesbaden entfernt, so in Richtung Darmstadt, und gehört, weil es eine Wein- und Sektstadt ist, noch zum Rheingau. Bei uns wird also der tollste Rheingauer Riesling angebaut, den man sich vorstellen kann. Wir haben auch noch einen Winzer in Hochheim, der die Weine versektet, wenn das denn gewünscht ist. Die großen Sektbetriebe sind uns leider im Laufe der Jahrhunderte abhanden gekommen, wie das heute so ist. Wir haben etwa 17.000 Einwohner in Hochheim und sind über 1250 Jahre alt, also eine kleine Stadt, ich sag mal die schönste mitten im Rhein-Main-Gebiet, in der man wirklich gut leben kann. Und das liegt natürlich auch daran, dass in dieser alten Stadt sehr viele gewachsene Strukturen sind, die wir zum Beispiel, wenn ich an unser heutiges Projekt denke, dass wir Modellregionen sind für die Inklusion, auch eine gute Voraussetzung sind, dass das überhaupt alles funktionieren kann. Barrierefrei sind wir natürlich nicht. Ich sage natürlich, weil ich das von nirgendwo wirklich kenne, eine komplette Barrierefreiheit. Irgendwelche Behinderungen, Barrieren für Menschen sind immer da. Deswegen war es für uns sehr gut und auch zeitpassend, dass das Land Hessen dieses Modellprojekt aufgelegt hat und wir uns getraut haben, als so kleine Kommune mitzumachen mit den großen Kreisen und der großen Stadt Wiesbaden. Wir haben also eine zweijährige Phase des Projektes, wovon ein Jahr sozusagen schon vorbei ist. Und ich kann aus heutiger Sicht sagen, dass wir den Umfang des Projektes vorher so nicht eingeschätzt haben. Es ist sehr viel mehr, als wir dachten, sehr viel vielschichtiger auch, als wir gedacht haben. Aus dem Grund sind wir auch sehr froh, dass wir das Projekt nicht alleine als Stadt stemmen müssen, und auch nicht nur mit der Unterstützung des Landes Hessen und der Initiierung von Land Hessen, sondern dass wir zwei sehr starke Projektpartner haben. Der eine Projektpartner ist das Antoniushaus, eine Einrichtung der Josefsgesellschaft seit über 100 Jahren in Hochheim. Der Leiter der Einrichtung, Herr Schmal, ist hier. Und außerdem ist auch mitgekommen Frau Sperling, die Dame in Weiß im Hintergrund, die für die PR zuständig ist, also die Öffentlichkeitsarbeit unter sich hat. Wir haben gemeinsam sowieso schon vieles, was wir miteinander verarbeiten, aber gerade im Projekt Modellregion Inklusion ist das Antoniushaus ein ganz wichtiger Partner. Genauso ist der zweite Partner die Lebenshilfe, die, wie Sie wissen, sich um geistig behinderte Menschen kümmert. Auch sie ist eine sehr wichtige und sehr starke Organisation bei uns in Hochheim, die uns tatkräftig unterstützt. Wir haben, um dieses Projekt stemmen zu können, ein sogenanntes Team Inklusion gegründet, initiiert. Das besteht aus unseren Kooperationspartnern, also die Stadt Hochheim, dem Antoniushaus und der Lebenshilfe. Eingeladen haben wir auch immer das VDK und der Ökumenische Sozialausschuss von unseren Kirchen ist Partner am Tisch, und wenn wir Projekte diskutieren und etwas initiieren wollen und brauchen dazu andere Partner, werden die eingeladen. Wir haben zum Beispiel auch die Diskussion im Moment, wann können denn Menschen oder wie lange können Menschen zum Beispiel in einem Verein noch mit tun. Und zwar völlig egal, ob es ein Sportverein ist oder die Sängervereinigung, sind denn die Vereine darauf ausgerichtet, Menschen mit Einschränkungen oder Behinderungen aufnehmen zu können oder behalten zu können, oder ziehen sich die Menschen automatisch zurück? Diese Frage ist das erste Mal aufgekommen in unserem Projekt Demenzfreundliche Kommune, das wir auch schon durchgeführt haben. Und das war so die erste Berührung damit, dass wir gespürt haben, wo überall Einschränkungen und Behinderungen sind und was Barrieren bedeuten. Wir haben in der Zielvereinbarung, die wir mit Land Hessen zu diesem Modellprojekt abgeschlossen haben, gesagt, wir möchten gerne als Stadt Hochheim ein inklusives Gemeinwesen schaffen und ermöglichen, dass Menschen mit Behinderung in
allen Lebensbereichen teilhaben können. Das ist das große Ziel der Stadt Hochheim. Und was uns von Anfang an bewusst geworden ist, ist, dass die Barrieren nicht immer nur auf der Straße sind, am Gebäude oder greifbar, sondern sehr viele Barrieren sind tatsächlich auch noch in den Köpfen der Menschen drin. Das heißt, hier ist ein ziemliches Päckchen an Arbeit zu leisten, um erstmal diese Barrieren sozusagen zu beseitigen. Dann denken wir, ist die Grundlage dafür gelegt, dass auch die anderen Barrieren abgebaut oder werden oder überhaupt nicht mehr entstehen, wenn man in die Zukunft denkt, für andere Projekte, für neue Projekte. Wir haben das wirklich sehr deutlich gemerkt, dass das Denken, das Inklusive, ein Lernprozess ist für uns alle. Und das wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis es so selbstverständlich ist, dass wir über manches dann überhaupt nicht mehr speziell reden müssen. Wir haben natürlich einen Projektplan, das heißt, wir haben ganz viele unterschiedliche Punkte, die wir als Stadt Hochheim abarbeiten. Und dabei ist immer ganz wichtig, dass wir Netzwerke bilden und vor allen Dingen auch ehrenamtlich Unterstützung bekommen, sonst können wir das überhaupt nicht leisten. Die Kommune ist allerdings, und das ist wirklich unsere feste Überzeugung, als Lebens- und Sozialraum ein Punkt, der eine Schlüsselrolle einnimmt. Ich halte es schon für sehr wichtig, dass eine Verwaltung, eine Stadtverwaltung, eine Kommune, also auch politisch getragen, sich Inklusion kümmert, Inklusion zu einem eigenen Thema macht und selbst immer wieder diskutiert bei allem, was ansteht, weil das natürlich auch eine wirkliche Vorreiterrolle ist und es dann den Bürgern, denke ich, auch viel leichter fällt, selber Inklusion zulassen zu können. Wir haben viel zu tun in Punkt Bewusstseinsveränderung. Wir haben auch da verschiedene Projekte, die wir angehen und wo wir uns überlegt haben, womit können wir denn anfangen, was ist denn überhaupt leistbar. Und ein Projekt ist zum Beispiel die leichte Sprache. Wir haben einen Lehrgang angeboten für meine Mitarbeiter in der Verwaltung. Ich bin auch dabei gewesen und habe die Erfahrung gemacht, dass das gar nicht so leicht ist, sich verständlich auszudrücken und auch die Balance zu finden zwischen dem Punkt, wo ich wissen muss, hier braucht ein Mensch die vereinfachte Verwaltungssprache und dort wirklich die sogenannte leichte Sprache, die nochmal eine ganz andere Form hat und eine ganz andere Art der Darstellung. Ich habe es heute auch hier gemerkt in Gesprächen im Vormittag, dass ein junger Mann zu mir sagte, also er ist zwar gehörlos, aber wenn er jetzt ein Schriftstück in leichter Sprache bekäme, dann würde er sich diskriminiert fühlen. Ist logisch, der wird denken, wir meinen, er ist nicht sozusagen geistig in der Lage, das zu erfassen. Und das ist uns auch in Hochheim damals, als wir das angegangen sind, das Thema bewusst geworden. Da muss man schon sensibel sein, weil das macht auch wieder ein paar Dinge erforderlich, die mit uns dann wieder als Verwaltung zu tun haben, wo man sagen muss, wann ist welches Schriftstück angemessen. Also einfach sagen, Trara, wir machen leichte Sprache. Ich glaube, das ist es nicht. Das ist, muss man anders betrachten. Und in diesem Zusammenhang habe ich bei mir auch gemerkt, dass meine Mitarbeiter zum Beispiel im Sozialamt schon länger vielleicht nicht diese formalistische, leichte Sprache, aber doch in Richtung vereinfachte Verwaltungssprache gehen, weil sie einfach wissen, wann und wo das Klientel, das ihnen gegenüber ist, das braucht, damit sie verstehen, was wir überhaupt wollen. Also das Bewusstsein im Kopf, das sich verändern muss, da sind in Hochheim ganz viele Grundlagen gelegt. Aber wie gesagt, das ist noch etwas, was uns eine ganze Zeit lang beschäftigen wird. Das ist kein Prozess, den man in 2 Jahren abgeschlossen hat. Ich habe vorhin auch gesagt, das ist eine Lebensaufgabe. Ein Projekt von uns ist ein sogenannter barrierefreier Stadtplan fürs Internet. Hier haben wir Unterstützung geholt, gerade weil es das Internet betrifft und ein Programm natürlich in der Lage sein muss, das dann auch so umzusetzen, wie es gemeint ist. Das ist die Firma Kiko, Sie finden sie hier
an dem Stand. Die Damen und Herren können auch gerne nachher Auskunft geben. Ein sehr interessantes Projekt, wo wir auch auf Hilfe und Unterstützung von Hochheimat angewiesen sind, ob das nun Bewohner vom Antoniushaus sind, unser Seniorenbeirat, Leute von der Nachbarschaftshilfe, völlig egal. Wir brauchen junge, alte Menschen, Behinderte und Nichtbehinderte, die durch Hochheim gehen und sozusagen mit dem Zollstock messen. Was kann man denn an welcher Stelle machen, wo ist ein Aufzug, wie typbreit ist die Tür, kommt ein Rolli durch, wenn ja, welche Sorte Rolli, also solche Dinge. Das ist eine ganze Menge Grundlagenarbeit, da haben wir auch die Unterstützung vom Antoniushaus, das ist sehr schön, vielen Dank. Wir haben Stationen aufgelegt, die eine Station, die erste ist sozusagen hier vorne, hier kriegen Sie zwar den Flyer Inklusion, aber auch noch andere Informationen über Hochheim. Dann haben wir die zweite Station, die ist hier rechts von mir. Dort finden Sie Herrn Schmal und die Frau Sperling vom Antoniushaus. Und zwar gibt es ein Projekt, wir nennen es die Rote Couch. Die ist orangefarben, Sie werden sehen, aber diese kleine Couch wurde rumgetragen. Wir haben sie auf dem Weinfest stehen gehabt bei einer Veranstaltung im Kreishaus. Ist auch geplant, sie mal am Samstag auf den Marktplatz zu stellen. Dann ist eine junge Frau in der Regel mit dabei vom Antoniushaus. Sie ist wirklich sehr schwer behindert, fotografiert aber leidenschaftlich gerne und hat auch sehr ausdrucksvolle Fotos. Und sie ist dann mit dabei und fotografiert, wenn die Leute auf der Couch sitzen und interviewt werden, weil ein Ziel ist, nachher eine Ausstellung zu machen, eine Fotoausstellung im Rathaus, um den Bürgern unser ganzes Projekt auch mal ein bisschen näher zu bringen. Und hier ist, an der Station können Sie das Projekt erklärt bekommen. In der Regel kriegen die Leute, die sich bereit erklären, sich draufzusetzen, drei Fragen gestellt. Und eine Frage ist zum Beispiel, was behindert Sie? Und dann überlegt derjenige, der auf der Couch sitzt, ja, was behindert mich denn eigentlich? Also es kommen interessante Gespräche und interessante Aussagen dort zur Geltung, was ich sehr schön finde. Die andere Station habe ich Ihnen schon genannt, das ist unser barrierefreier Stadtplan fürs Internet mit der Firma Kigo. Und dann haben wir ein Projekt, das ist die Neuaufstellung der Nachbarschaftshilfe. Wir haben schon seit vielen Jahren ca. 50 oder über 50 Hochheimerinnen und Hochheimer, die sich in der Nachbarschaftshilfe wirklich vorbildlich engagieren, und mit dem Projekt Inklusion vom Land Hessen und als Modellkommune hat die Nachbarschaftshilfe sich auch überlegt, ein anderes Motto, und hat gesagt, wir werden bunter. Das bedeutet, dass auch einige Hochheimerinnen und Hochheimer jetzt dabei sind, die eine Einschränkung, eine Behinderung haben und trotzdem in der Nachbarschaft oder über die Nachbarschaftshilfe Unterstützung und Hilfe für andere hilfsbedürftige Menschen in Hochheim anbieten. Also auch ein sehr interessantes Projekt. Wir haben Ende Oktober in Hochheim eine Modenschau, eine sogenannte inklusive Modenschau. Das heißt, dort werden behinderte und nicht behinderte Menschen Mode zeigen. Da hinten liegt ein roter Teppich. Eine junge Frau ist auch da mit Rollstuhl, die dann eben zeigt, dass man nicht auf dem Laufsteg nur laufen muss, sondern dass man Mode auch vorführen kann mit einem Rollstuhl. Es sind Ausschnitte aus unseren Projekten, die wir in Hochheim zurzeit begonnen haben. Es gäbe noch ganz viele mehr, aber wir haben gemerkt, auch wir müssen uns beschränken. Man kriegt das überhaupt nicht bei allem guten Willen umgesetzt, alles auf einmal. Das hat einfach Kapazitätsgrenzen, es geht nicht, weil es so ein spannendes und so ein arbeitsintensives Projekt ist, dass man lieber wenige Projekte umsetzt und tatsächlich ein Ergebnis hat, als ganz viel anzufangen, was sicher auch sinnig ist, aber die nicht fertig zu bekommen. Das hat keinen Zweck. Also insofern würde ich mich freuen, wenn Sie sich die Station anschauen, auch mal ins Gespräch kommen, und Sie können sich Flyer mitnehmen, die Einladung zur Modenschau mitnehmen, der Erlös kommt mit gutem Zweck zugute, und Hochheim noch mal besuchen, vielleicht durch die Altstadt gehen, Straußwirtschaft besuchen, die Modenschau anschauen und irgendwann dann noch mal wiederkommen. Dankeschön.